gut, dann gehe ich mal da rein. Wünsche mir Glück. Hoffentlich überlebe ich das. Schon. Ja. Aber für mich war das schwer, meine. Okay. Das war knapp, ey. Ich hatte keine Tränke mehr am Ende. Ach. Guck mal, ist so ungewohnt, alleine hier rumzulaufen. Ja. So, ich nehme an, da ist die Bestie, das ist ein riesen Oschi hier. Das ist so ein Bulle nur in groß. Oh Gott. Und jetzt sind da zwei. Was? Okay, der kann irgendwie zaubern, irgendwie. Der kann sich irgendwie klonen. Fällt mir irgendwie gar nicht. Ich muss warten. Das ist dann auch easy. Aua. Hab ich mal lieber. Ich bin noch nicht bereit. Alter. Wenn das alles ist, ist das relativ chillig, ja. Ah, ouch. Mann. Okay. Ich war fertig. War ein bisschen unspektakulär. Also ich dachte erst, okay, da war jetzt ein bisschen unspektakulär. Ich habe jetzt zwei Tränke verbraucht, aber hier ist der Kopf der Bestie. Die ist jetzt bei mir hier drin. Herrlich. Ich werde ihn der Schmiedemeisterin bringen. Kehrt zu uns nach Cat Bardu zurück, sobald ihr bereit seid. Okay. Und Glückwunsch, Krieger des Ochsenstamms. Oh, ich bin jetzt ein Krieger des Ochsenstamms. Ist irgendwie sehr beeindruckend. Ich bin wieder da. Yay. Ist er gerade hell geworden? Ja, was ruhig. Bei grad... mir nicht. Was? Bei mir ist es auf einmal hell. Was? Ist bei dir noch dunkel? Jetzt, ja, bei mir ist es noch dunkel. Okay, bei mir ist hier voll Sonnenschein gerade. Weil das ist jetzt, weil du ein Teil von einem Stamm bist. Ich bin jetzt erleuchtet, jetzt genau. Jetzt siehst du die Welt mit anderen Augen. Jetzt bist du wieder Pyro-Typ. Jetzt siehst du alles in Regenbogen. Und ja. Ja, das hat du bist jetzt endlich nicht mehr high, Daniel. Du bist jetzt nicht mehr high. Oh mein du Gott. Du siehst jetzt die Welt, wie sie wirklich ist. Oh mein Gott. Do you believe in magic? Oh mein Gott. Guck mal, da sind Businessmänner. Ah. Abfindmänner! Keine Ahnung, irgendwie normale Leute. Guck mal, Bauarbeiter. Warum gehen wir auf die los? Das ist schon wieder so ein Chat-Typ. Komm her, du Schwein. Nein, ich habe ihn verfehlt. Also. Hergeblieben. Na, nein. Ich muss warten. Ich. Problem. Ja. Nein, wo ist er hin? Ich muss warten. Nein. Warte, komm her. No, pass auf, ich bin tot. Ich muss warten. Nein. Ich hab gar nicht gemerkt. Ich will ja nicht immer aufschreiben, wenn du irgendwie niedriger AP hast, irgendwie so. Ich achte, ich hab da jetzt drauf geachtet, ey. Ja, nicht, dass du denkst, irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie, wie nennt man das, herabweisen oder so. So, hör mal, du bist schon wieder niedriger AP oder so. Lassen der.
Ich will nur nicht, dass du stirbst. Oh, ich auch nicht. Na gut. So. Der hat einen besseren Ring gehabt, glaube ich. Wollen wir schnell eine Reise machen? Wollen wir da jetzt 20 Gegner haben? Le zu Cat Badur, wo wir gerade waren. Aber ist immer noch als hell. Dann kann ich auch schon mal meine Quest abgeben. Du siehst ja sowieso nicht. Ja. Ey, yo, Brüderin. Ich meine Schwester. Ich bin zurückgekehrt. Willkommen, Kampfesbruder. Katra sagt, sie habe noch nie so ein Geschick gesehen. Oh, die haben noch nie so ein Geschick gesehen wie bei mir. Neu geboren wurde. Sie übertreibt. Ich bin der Urahn, der neu geboren wurde. Aber ihr gehört noch nicht zum Ochsenstamm. Nicht ohne ein Emblem aus der großen Schmiede. Möge es euch auf eurem Pfad beschützen. Jetzt ist bei mir hell. Immer den Weg nach Hause zeigen. Okay. Meister des Kampfes. Okay. Und nun? Oh, Waffentechnik. So, mal ist das jetzt. Der Technikplatz ermöglicht es Spielen einen Waffenexperten, der sich auf alle Angriffe, egal welche Waffe verwendet wird. Nicht einer der Expertise ab. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemeint ist. Egal welche. Okay, ich habe jetzt irgendwie, ich habe ja so für jede Waffe habe ich irgendwie so einen Rang, ne? Und ich kann jetzt eine davon auswählen und die ganzen Bonuseffekte, also je höher das gelevelt ist, hat er ja mehr Bonuseffekte und so. Davon kann ich dann eine auswählen. Und die Effekte davon, die sind dann, weil nicht für jede Waffe und für jede Technik, die ich einsetze, wird irgendwie da übernommen, ist irgendwie, weil ich finde ich ein bisschen unspektakulär. Ich nehme an, da sind ein paar coole Bonusse dabei, aber dabei sag mal vor, ja. War nicht. Da liegt was Süßes. Oh, das Schwert war sogar besser. Nice. Okay, haben wir das erledigt. So, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir gehen wieder ein bisschen zurück hier. Ja. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Vegas ist heute viel beschäftigt. Dann kann ich auch schon mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Ich soll wissen, was das ist. Skorglen, Feder des Niedergangs. Okay, hier haben wir eine Menge Sachen noch. Das ist Seriga. Haben wir noch irgendwas hier? Ja. Da haben wir noch. Ich gehe schon mal dahin. Auf zum Bärenstamm. Machen wir den Stamm platt. Jetzt, wo ich den Ochsenstamm angehöre, machen wir den Bärenstamm platt. Willkommen. Was darf sein? Soll ich eure Klingen schärfen? Guter Preis. Nice. Okay.
Kritische Trefferchance gegen Flitzy. Da muss ich ja mal mir mal genau anschauen, nehme ich mal an. Ach, da unten ist, weil ich auf Rang 10 bekomme. Ach, ich muss da oben gucken, was ich bekomme. Wenn man das, habe ich diese Sachen dann auch schon, wenn die, wenn ich das nicht ausgewählt habe. Betäuben Gegnern. Ja, ein Gegner trifft unter Kontakte. Ich meine, das hier einfach nur höherer Schaden, ne? Von Wut zu halten, wenn wir sagen, man verdeutet sich die Menge am Wut. Ich kann auch nichts mehr abgehen, sehe ich gerade. Ach, da wird mir auch angezeigt, was ich bekomme. Beim Einsatz einer beliebigen Waffe 8% des direkten Schadens, den ihr verursacht. Oh nee, warte mal, ich will gar nicht meinen Schaden. Der Gegner trifft, der unterdrückt. Betäubten Gegner. Kritische Chance gegen Flätze. Das heißt so spezifische Sachen. Und vielleicht besteht eine Chance von 5% 200. Das ist das Einzige, was immer aktiv ist. Ja, dann sind alles so Sachen so, ja, wenn dein Gegner verwundet ist, machst du mehr Schaden. Ja, du hast eine Chance, mehr kritische Treffer zu machen. Das ist das Einzige, was mir irgendwie mehr Schaden gibt, habe ich so Gefühl. So ohne irgendwie so eine Voraussetzung. Ich hätte gedacht, ich kriege jetzt noch so eine zweite Ultimate Ring. Ah, kann ich alles haben, ne? Ja. Ich habe mich schon mal irgendwohin geportet zum Bärenstamm. Also wie ganz rechts. Ganz unten rechts irgendwo. Oh, teleportiere ich einfach zu mir, falls das geht. Nee, ich glaube nicht. Ja, da bist du. Ich bin ja jetzt Mitglied des Ochsenstamms, jetzt war mal den Bärenstamm hier platt. Oder irgendwie so was. Hier, ja, müssen wir, hier müssen wir wegen der Dungeon hin. Aber hier haben wir irgendwie mal angenommen, Feder des Niedergangs. Oder? Warte mal, ist das Richtige? Nee. Anrufung der Uhr an. Okay. Betrete ich die Heiligen Gletscher aktivieren. Ja. Anrufung der Uhr an. Betretet den Heiligen Gletscher. Den geheiligten Gletscher. Anrufung der Uhr an. Hab ich das überhaupt? Ja. Also bei mir ist das die zweite von oben. Die zweite Quest von oben. Ja, ich habe es. Ich weiß nicht, wie das bei dir sortiert ist oder so. Ich hab's gefunden. Zeit für eine Dungeon. Dungeon Turn. Boah. Unacceptable. Dieser Gletscher. Oh, da ist viele meiner tapfersten Krieger das Leben gekostet. Der Häuptling. Da lang, keine Ahnung. Hey, yo. Ich brauche diese großen Axt nicht mehr.
Schaden. Au! Ich wollte gerade sagen, ich bin tot, ey. Was? Ich bin noch nicht bereit. Wer war das? Wer war ich das? Nur eingefroren. Ich dachte, ich hätte... Oh Gott! Ja, hier so ein Typ ist das. Der hat so einen riesigen Bogen. Der sitzt da. Ah! Gott! Nein! Da sind also Heavy Hitter hier drin. Von also feste zu. Alter! Ah. Nein, ich könnte jetzt wagen, ich bin jetzt mächtiger. Nein! Gott! Ja, ist hier dieser Bogenschütze, der so viel Schaden macht, ey. Der besteht nur aus Armbrust. Boah. Schwert habe ich hier wieder, Daniel. Ich bin da beinahe drei, viermal beinahe drauf gegangen, ey. Ja, ich auch, ey, hier. Ja, danke. Ich werde mal wieder meine Truppen aufbauen, ey. Da war irgendwie so ein Typ, der irgendwie, der saß in so einer riesigen Armbrust irgendwie drin. Er hat irgendwie ganz halt so riesige Bolzen auf uns geschossen. Ich bin noch nicht bereit. Gott. Dieser Zauberer will uns die Weg verlassen. Beseitigt ihn. Alter. Ich mach den Dicken sofort los. Da. Ich bin noch nicht bereit. Noch mal ein Stück. Ah. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Aber da ist gleich tot. Ja, ja, ich seh's. Ja, es wird schon wieder schwieriger. Vorhin war noch chillig. Schwieriger ist, desto irgendwie mehr Spaß macht das. Ja. Das hat irgendwas, durch solche Horden sich durchzukämpfen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Warten.
klein hier. Moment, der doch wieder aus. Aber das ist ein Bogen. Ich dachte, ich hätte was für dich gefunden. Wie stelle ich mir diese Dungeons irgendwie voll schwierig vor, so für eine Person? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber nicht vorstellen, man hier irgendwie so leicht. Du hast ja keine Ahnung, wie gut die anderen Spieler sind, Daniel. Also mit den ganzen Bildchen, die haben, rennen die hier durch und tun jeden Gegner one-shotten praktisch. Ach, wir sind doch auch nicht so schlecht. Das kann doch noch einfacher werden, oder? Mehr Skills zu haben und so. Wie auch immer das mit dem Paragons hier abläuft. Ist das schlechter? Runtergefallen, ne? Diese kleine Stuft. Ich bin noch nicht bereit. Alter. Ach, du bist tot. Ja, ich bin tot. Ach so. Ich hab gemerkt. Warte. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Ach da, ich guck die ganze Zeit auf das weiße Symbol auf meiner Karte, aber ist der andere Typ. Ich muss warten. Ich hab grad gar nicht gemerkt, dass du gestorben bist. Ich hab's gemerkt. Ein Bastardschwert. Ich habe da irgendwie nicht registriert, weil der eine Typ, der ist ja auch die ganze Zeit bei uns.
bin ich so ein bisschen verwirrt. Ich sehe die ganze Zeit so ein weißes Symbol auf der Karte. Ich dachte, wer wärst du? Ja, aber du hast dieses gelbe Symbol. Also, ja, stimmt. Dieser gelbe Symbol. Der Witzige ist, ich habe auch gehört, wie du gesagt hast, Mist. So, müssen wir hin. Ich muss was. Dann wird's für mich ja auch langsam mal Zeit, ne? Noch nicht bereit. Ich muss warten. Überall was sein. Müssen wir dann lang? Ja, ich glaube nach rechts müssen wir dann. Ich habe mal eine andere Fähigkeit. Wir werden Blutorgie hier. What? Nein, die heißt Blutwoge. Die hat einen kleinen Heilungseffekt. Alter, warum kann ich ja nicht? Oh, hier ist eine Truhe, sehe ich was. Einfach so. Ich habe meine Skelette mal wieder für den Sensenträger geändert. Okay. Ja, wir machen mehr Schaden. Autsch! Ja. Ah. Oh Gott, der war gerade auf mich zugehauen. So. Zum Glück frierst du diese Dicken immer so schnell ein, ey. Ich wollte auf mich zu kloppen. Ich kriege immer so eine Panik, wenn ich getroffen wurde. Und danach friert mich irgendjemand ein oder irgendwie so was. Ich bin immer so hilflos. Die Monster, you don't belong in this world. Er bewachte einen Stein aus Blut. Blutstein. Er könnte sich als nützlich erweisen. Lass mich raten, dadurch müssen wir jetzt durch die Tür, die wir gerade gesehen haben, ne? Die plus 2 Intelligenz macht sich bemerkbar. Okay. Glaube ich irgendwie schneller oder bin ich mir halt nur ein? Nee. Champion weise gewählt. Finden wir heraus, was jenseits hiervon liegt. Okay. Dürft nicht. Nein, nicht. Und wenn hier wir für Spielchen abgezogen. Diese Stimme. Das hört mich irgendwie nicht so an. Ein Schamane des Stammes. Stärken. Was ist mit euch geschehen? Ihr
Ihr seid der Krieger. Er ist in der Nähe. Er darf euch nicht auch noch verschlingen. Oh, nein! Nein! Häuptling des Bärenstammes. Ihr seid hier, um dem Ruf zu folgen. Jetzt gehört ihr mir. Genau wie jene, die vor euch kamen. Ich glaube, jetzt irgendwas Dämonisches am Ablaufen. Aber ich könnte mich auch irren. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Der hat mir Schaden gemacht, bevor er gespawnt ist. Häuser. Da. Ich geh da mal raus. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Er trifft mich die ganze Zeit. Geister schlechter. Riesenschwert. Okay. So. Ja, ich bin Kravet, einstiger Schamane des Bärenstammes. Der Bärenstamm ist kacke. Ich versuche, auf einem Weg Wiedergutmachung für die Vergangenheit zu leisten. Eingepfercht von jenen, die ich um Hilfe erfüllte. Nee, meiner ist der Ochsenstamm. Ihr habt der bessere Stamm. Ich versagt habe. Die Ahnen seien gepriesen, Häuptling des Bärenstammes. Ihr und euer Streiter habt euch gut geschlagen. Sagt mir, was ist mit unserem Volk? Sie haben so viel geopfert, um den Ruf der Urahnen zu folgen. Sie haben gelitten und Verluste erfahren. Mit Stärke alleine sind wir beim Ariad gescheitert. Doch ihr habt neue Brüder gewonnen. Vieles erreicht. Tragt meinen Segen zurück zu unserem Volk. Findet eine neue Bestimmung. Verweilt nicht länger in der Vergangenheit. Alles, weil ich auf dem Boden sehe, ist dieses so Mickey Maus Zeichen. Schamane des Bärenstammes. Wie gesagt, auch hier sind die Ohren. Ja. Okay. Schließe ich unseren Stamm an. Oberster Bär. Cool. Und er hockt jetzt einfach hier, okay. So. Ist irgendwo eine Truhe gespawnt oder haben wir die gerade eingesammelt?
eingesammelt, direkt vergessen. Keine Ahnung. Weil normalerweise kriegen wir da immer was. Okay. Ja, hat schon wieder in sich gehabt hier, hat Gebiet. Ja, irgendwie schon. Am schlimmsten fand ich irgendwie nur diesen Armbrust-Typen, der mehr Armbrust als Mensch war. Ich weiß nicht genau, was genau dich getötet hat. Ja, irgendwas, ich auch nicht. Waren wieder so Flüchtigkeitsfehler. Ja, ne? Hat das war denn, ich hab nicht mitgekriegt, ich hab die ganze Entscheidung genommen. Ist die ganze Zeit irgendwas explodiert oder so? Also nicht explodiert, aber so. Ich glaube, das war auch ein Armbrusttyp oder so. Ich hab nur einfach gehört, so Mist. Ich hab gesagt, mich hat's erwischt. Also. Ja, dann hab ich vielleicht nicht gehört. Ich hab nur gehört, Mist. Okay. Weg damit. Weg damit. Und der ist wieder vermöbeln. Guter Preis. So. Abgemacht. So, das nächste ist auch schon wieder eine. Irgendwas hier in der Nähe ist noch eine Dungeon irgendwo, wo wir eine Quest haben. Gehabt euch wohl, mein Freund. Und mal als nächstes Blutpredigt. Was hat das hier? Ja. So. Da die Dungeon hat jetzt, wo wir gerade drin waren, die hat jetzt zum Beispiel keinen Haken dran. Das verwirrt mich gerade. Sortieren. Ah, schön. So weit habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich habe hier die ganze Zeit gesucht, wie man hier irgendwie so die genauen Wert von einem Charakter so irgendwie sieht, so wie viel Dornen man hat und all so was, ne? Habe ich jetzt herausgefunden. Ich habe zum Beispiel 224 Dornen. Einfach beim Inventar, hier beim Charakter irgendwie den linken Analogstick reindrücken. Ja, kannte ich schon. Da habe ich jetzt erst herausgefunden. Da kann ich auch mal sehen, irgendwie wie lange irgendwie. Ich habe so was wie, ich habe so einen Berserker-Modus. Wollte ich mal gucken, wie lang der überhaupt ist bei mir. Weil ich habe immer voll viele Fähigkeiten, irgendwie so, ja, du kriegst einen Berserker-Modus, dadurch kriegst du einen Berserker-Modus und so. Und irgendwie finde ich hiervon auch nichts. Da steht auch Obolus 120 von 505. Schon die ganze Zeit gesucht, so weit. Was war das? Ja. So, ich habe die Quest Blutpredigt aktiviert. Nicht solange ich in der Stadt bin. Aha. Was habe ich denn hier? Kritische Trefferschaden. Überwältigungsschaden. Hm? Aber was zu machen? Ich habe auch Blutpredigt an. Ja, okay. Das Einzige, was wir hier noch haben in dem Gebiet. Na, schon wieder eine Dungeon.
Ja, wir kriegen wahrscheinlich auf die Phrase so ein bisschen. Ich habe schon gehört. Ey. Bock. Na, deine Ultimate, die braucht ein bisschen länger, bis sie immer aufgeladen ist, ne? 70 Sekunden oder so. Okay. Alles klar, da muss ein bisschen sparsamer sein, nehme ich an. Ja, ja. Weil da brauche ich irgendwie mal so eine halbe Minute, oder so. Ich muss warten. Den kann ich die ein bisschen öfter feuern. Okay, 40 Sekunden. Ich bin noch nicht. Oh Gott. Ich soll probieren, ne? Ja. Wenn mein Schild geht durch nicht durchbrechen. Ich muss warten. Na, warte, warum hab ich denn jetzt vor dir aufgelevelt? Weiß ich nicht. Ach, wie bei einer Quest oder was? Was ist los, ja. Ich bin noch nicht bereit. Deswegen warst du manchmal ein bisschen höher gelevelt. Weil deine Quest vorher gemacht hattest. Schon gewundert. So, ah, natürlich geht es hier nicht weiter. Was hier dir passierte? Oh, Altar. Boah, Stärke plus 2. Wo bist du? Unten. Stärke. Damit kann ich mal anfangen.
Hier hinterlässt jemand eine Spur aus Gold. Flamberge. Oh. Ich muss warten. Komm her, du Schwein. Ich muss warten. Okay, letzte Folge von One Piece, ne? Kampf gegen Kaido wieder. Gefiel mir ehrlich ja. gesagt besser als die letzte. Okay. Und die sah ein bisschen übersichtlicher aus, so. Ja. Ich muss warten. Und diese eine Szene war irgendwie so komisch animiert, irgendwie, wo er sich das zweite Mal verwandelt hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob er das noch im Kopf hast, aber irgendwie da war so voll hyper, weiß, was du meinst, hyper ja. realistisch irgendwie animiert. Irgendwie. Ich fand das sah grottenschlecht aus. Mir ja, andere denken natürlich wieder, das sah voll geil aus wahrscheinlich, ne? Ich muss warten. So ein Animationsstil nie irgendwie hübsch, irgendwie wenn alles sich so zu realistisch irgendwie bewegt hat, wenn da zu viel Animation ist. Weiß nicht wieso, das ist immer, weil es immer so bei Anime-Filmen, weil die halt ein höheres Budget haben und so, ne? Ist klar, die da kannst du jedes Detail irgendwie animieren, jedem Atemzug und so, ne? Aber ich finde, das sieht immer schlecht aus. Hier vom One Punch Man irgendwie. Hier, als er gegen den, wie heißt der, Boss am Ende gekämpft hat. Also als der Boss irgendwie seinen letzten Angriff hier, bevor der gepuncht wurde, hier abgelassen hat, aber auch irgendwie voll so hyper. Irgendwie das ganze Budget war irgendwie in diese Szene reingepackt irgendwie. Konnte auch jeden Fetzen von Bewegung irgendwie sehen in Animationen. Ich fand auch, das sah voll grottig aus. Obwohl das eindeutig irgendwie mehr Arbeit drin steckte, so animationsmäßig. Stille Truhe. Aber ich fand noch nie, das sah gut aus. Es war irgendwie mit dem Kampf gegen Pain von Naruto. Der war auch scheiße animiert. Ja. Ja, theoretisch war der besser animiert, so. So von den Bewegungen und so was alles, ja. Ja, da fand ich schon als Kind irgendwie komisch. Deswegen habe ich auch nie gern so Anime-Filme und so geguckt, weil ich immer weiß, die sind irgendwie mit so einem höheren Budget, mit solchen Animationen. Und ich weiß schon, das wird mir nicht gefallen. War schon bei Digimon damals nicht gefallen. Findest du nicht, dass Digimon irgendwie voll dick aussieht? Also diese typische Übersetzung von der englischen Version, ne? Ja. Ich war so verwirrt, als zum ersten. Ich war so verwirrt, als zum ersten Mal den Digi-Rap irgendwie im Film gesehen habe.
oder gehört habe jedenfalls. Ich habe mich schon immer gewundert, wo kam auf einmal dieses Lied her? Da war ein Intro von der englischen Version von Digimon. Ja. Anstatt irgendwie die Intros aus der deutschen Version zu nehmen. Jetzt weiß ich auch, was der Grund ist, warum der Digi-Rap da drin ist. Weil wir irgendwie die Vorlage von dem englischen, von der englischen Version genommen haben, einfach. Also die 4Kids-Version. Deswegen hat man auch den Digi-Rap gehört, deswegen haben die alle so bescheuerte Sachen von sich gegeben, die Charaktere. Ich habe mich jahrelang gewundert, warum kommt da ein Digi-Rap irgendwie? Das Lied habe ich noch nie gehört. Ja, ist, als wärst du irgendwie One Piece, irgendwie einen One Piece-Film gucken. Und wir hören uns irgendwie die 4Kids-Version im Kino an. Auf Deutsch. Und wenn es irgendwie ein Deutsch ist, dass die nicht auf die englische Version basiert, die deutsche Version. Na, no, Vorsicht. Ah, Vorsicht. Ah, Vorsicht, da sind Blitze. Ich bin noch nicht bereit. Ich hatte mich doch geheilt. Ja, weil sein Blitze. Warte, ich komme gleich. Ein paar. Aua, aua. Ich bin mal auf dem Weg, Mann. Boah. So schnell kann es gehen. Ich bin auf 3, ich bin auf 2 Tränke hier runtergegangen. Ich merke auf jeden Fall, wenn du nicht da bist, ist mein Tränkeverbrauch sehr viel höher. Deswegen droppt mir auch wahrscheinlich die ganze Zeit so viele. Das Bücherregal. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein, er ist wieder so ein Dicker. Oh Gott, warum sind denn so viele Gegner? Ah, ich komme von der Stelle hier. Ich dreh mich. Ich bin noch nicht bereit. Gott. Nein. Ja. Oh. Ah, ist ja danach vorbei explodiert. Okay.
Okay, explodieren, glaube ich. Ja, ja. Ich bin noch nicht bereit. Na, außer wenn die eingefroren sind, anscheinend. Weil er gefroren war. Das ist gut zu wissen, wenn die eingefroren sind, explodieren die nicht. Ja. Mehr bitte davon. Wow. Tisch. Oh Mann. Was? Ich bin nicht da. Ah, Daniel, was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Ich hab nur was gehauen. So ein Fass. Oder so. Na, sie hat das Ding verwandelt. Ich bin noch nicht bereit. Was ist das? Ich hab irgendwas gerade kaputt gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Legendäres Schwert. Ja, nehme ich. Ja, genau das. Genau das habe ich auch gerade gemacht. Nein. Ja, haben wir auch. Dann geh du auf die anderen los. Ich kümmere mich um den. Oh. Ich fängt meine Projektile ab mit dem Schild. Ja, deswegen. Ah, der ich bin noch nicht bereit. Das ist ein Schwert in mich reingesteckt. Ach, den. Okay. Ich muss warten. Da! Oh, sehr gut. Erzählt ja wieder eine Story. Im Jahr des Lichts, 1318, Anno Kejistani, haben wir 92 Seelen auf diesem heiligen Boden begraben. Fehl- und Totgeburten, 7. So. 4. Noch so ein Ding brauchen wir, glaube ich. Im Bett gestorben. 2. Hingerichtet. 15. Erfroren. 6. Altersschwäche. Eine Seele. Blutentnahme 54. Verhungert. Ja, ich könnte schwören, ich laufe ein ganz klein bisschen schneller als du. Ich weiß noch nicht wieso. Ein Stern hinter dir hast. Ja. Du bist jetzt ein Ochsenknecht. Ja, jetzt habe ich die Geschwindigkeit eines Ochsens bekommen. Ja, du bist jetzt ein Ochsenknecht.